So, jetzt sind wir da aus dem Wald rausgekommen. Sehr identisch mit dem Sommerweg Richtung Mandel und Kleinwachsenstein. Und jetzt sieht man hier schon geradeaus Richtung Mittagscharte bzw. die Rinne, wo auch die Kletterei geht auf dem 12er Kante. Ja, und jetzt schauen wir uns das mal an. Verhältnisse schauen gut aus. Traum heute hier. So, ein Traum heute Morgen. Jetzt genau da in die Rinne rein. Vielleicht frieren es ja heute noch auf. Da unten ein wunderschöner Morgen im Tal. Einfach wunderschön hier. Ja, ich glaube, man hört es ganz gut. Harscheisen haben wir angelegt. Sonst ist was rutschig hier. Super angenehm zu gehen. Mitte April, gute Verhältnisse. Und jetzt steigen wir da durch. So eine optische Täuschung. Das zieht sich dann doch immer bis zum Skidepot. So, man merkt, das wird etwas kompakter, nicht richtig eisig, aber einfach sehr kompakt. Jetzt geht es da oben durch, ab in die Sonne. Steilheit, geben wir euch nachher mal ein Feedback. Ja, ich hoffe, man sieht es ganz gut hier. Das ist zwar nicht überall der Fall, aber sieht man hier zum Teil Eis. Das ist nicht hier jetzt der Fall, wo der Stefan geht. Aber dass man es einfach im Kopf hat, Richtung Frühling raus, dass einfach, ja, dass die Verhältnisse sein können. Und dementsprechend zwei Pickel ist fein. Oder zwei Eisgeräte, je nachdem. So Leute, wir sind jetzt hier in der Mittagscharte auf 2050 Meter etwa. Zu eurer Linken sieht man den kleinen Wachsenstein, wo man bei der Überschreitung dann abseilen kann, beziehungsweise nach der 12er Kante auch die Abseilpiste benutzen kann. Und hier rechts geht es jetzt zum 12er Kopf hoch, beziehungsweise wenn man sich später links hält, zum großen Wachsenstein und Scharfsteig, drüben Blick Richtung Alpspitze. Richtung Hochblassen, Richtung Jubiläumsgrat, Volkerspitze. Drüben gut zu sehen der Osterfelder Kopf und da hinten Richtung Dreitorspitze und Bayerländerturm. Ziemlich gut zu sehen. Weiter links Wettersteingrat. Und ja, wir belassen es jetzt hierbei. Man sieht, das ist ziemlich mächtig überwächtet. Das bedeutet, der Kleine wäre eh so ein Risskletterei, dritten, vierten Grad. Und rechts der Weg auf den 12er ist 1er, 2er, wobei wir jetzt den nicht mehr mitnehmen. Das heißt, die Skitour endet hier in der Scharte und ist deshalb auch eine Skitour in die Mittagscharte. Ja, das wäre es soweit. Wir melden uns unten wieder. Ich wollte euch den Ausblick mal zeigen. Und wer den Kanal verfolgt, der wird wissen, an diesem Punkt sind schon einige Videos gewesen. Und jetzt sind wir halt mal von da unten gekommen. Es gibt auch einen Internetbericht von Alpinsportbasis. Da kommen die für die Wachsensteinkammerüberschreitung hier hoch. Und gehen dann quasi ab hier die Überschreitung, auch eine Variante. Und das Ganze jetzt hier im Frühling als Skitour. That's it. So Stefan, wir haben jetzt gerade kurz diskutiert über die Steilheit hier hoch. Würde mich mal deine Meinung interessieren. Ja, im Kern würde ich sagen, sind so 45 bis 50 Grad. Es ist natürlich ein bisschen verhältnisabhängig, weil in der Mitte so eine Engstelle ist, wo die Felsen relativ weit reinreichen
Und je nachdem, wie die Schneeauflage da ist oder auch vielleicht nicht ist, ist das auf jeden Fall die Schlüsselstelle. Ja. Und kann dann auch so ein bisschen technisch werden mit Eis und mit Feld. Also hier runter war es jetzt, oder hier rauf war es jetzt nicht ganz ohne, gell? Mhm. Tobi, glaube ich, das siehst du ähnlich. Ja. Und da müssen wir sehr vorsichtig absteigen. Ja. Aber es ist eine richtig schöne Eistour. Richtig schönes Couloir. Würdest du behaupten, zwei Eispickelgeräte sind absolut von Vorteil? Also für mich schon. Ja. Okay. Im Allgemeinen wahrscheinlich ja. Auch für die meisten. So habe ich es auch erklärt und so würde ich es empfehlen. Was dann da draußen jemand macht, muss er halt selber entscheiden. Ja. Genau. Also die Skiabfahrt, die war utopisch. Gell? Ja. Für mich heute. Okay, dann steigen wir mal ab. So machen wir es. Danke für deine Meinung. Ja, man sieht es hier ganz gut. Der Stefan geht auch schön rückwärts runter mit zwei Geräten in der Hand, Steigeisen an den Füßen. Geht auf Nummer sicher. Hier bei der Schlüsselstelle das steilste Stück, was etwas mehr exponiert ist. Ja, schön konzentrieren, langsam, ruhig. Ja, wir machen das vorsichtig und danach geht es da unten schon besser. Einfach nicht stürzen, einfach ruhig mit Geduld und dann kommt man auch wieder sicher runter. Ja Leute, das war die Tour in die Mittagsscharte. Wir möchten jetzt hier noch zur Sicherheit ein Fazit ziehen und ich lasse dich jetzt gleich zu Wort kommen. Ich möchte halt auch mal den direkten Vergleich mit der Tiefkarspitze anschneiden und zwar meiner Meinung nach ist die Tour noch mal deutlich schwerer, deutlich gefährlicher auch und das muss man halt wissen und auch jetzt heute, wo es halt ein bisschen kompakter war, stellenweise mal was eisig. Zwei Eisgeräte und hochalpine Erfahrung zwingend notwendig. Ja, das andere, das Skifahrerische, das müsst ihr selber entscheiden. Die Steilheit von der Rinne betrug maximal 50 Grad. An der Schlüsselstelle war es, ja, man muss halt mit der Materie vertraut sein. Und wenn man das halt nicht ist, dann hat man da halt nichts zu suchen. Ob ihr die Tour geht oder nicht, das liegt nicht in meiner oder unserer Hand. Das müsst ihr selber entscheiden. Wir haben Eigenverantwortung schon angesprochen und ja, mehr möchte ich gar nicht sagen. Es war eine sehr gelungene Tour, schöne Abfahrt noch am Ende, 200 Höhenmeter Abstieg dann zu Fuß und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und jetzt bist du dran, Stefan. Ja, ich kann es eigentlich jetzt nur bestätigen, so vom Eindruck her, ich bin die Tiefkarspitze vor einigen Wochen auch gegangen und ich habe es zum Tobi vorher schon gesagt, das habe ich jetzt als anderes Kaliber empfunden. Es ist einfach von der Steilheit nochmal irgendwie ein paar Grad drauf und es ist sind durchaus auch natürlich verhältnisabhängig, aber auch so Mixed-Passagen dabei. Schlüsselstelle würde ich sagen auch ja, 60, 70 Grad vielleicht. Gell? Kurzes und Stück, genau. Kurzes Stück und zwischendrin immer wieder eisig und ja man muss es ja dann auch wieder absteigen, ja. Ähnlich wie bei der Tiefkarspitze. Also verhältnisabhängig, aber ich habe es auch ähnlich wie du als eine ganze Spur schwieriger. Gell? Abenteuerlich ohne Ende, kann man sagen. Und trotzdem eine tolle Tour, aber man muss wissen, was man. Sehr speziell. Auch die Abfahrt aus der Scharte raus oder beziehungsweise ja, vom mittleren Teil der Scharte, das muss halt jeder selber entscheiden. Man muss halt wissen, wenn es dich da schmeißt oder wenn du die Skitechnik nicht hast, dann ist es besser, du trägst deine Ski wieder runter, als dass du da ja, einen Unfall baust. Aber das sind eigentlich auch logische Dinge, die sollte man halt auch wissen, ja, wenn man einfach im Leben steht. Und mehr gibt es eigentlich auch gar nicht zu sagen. Ja. Genau. Jetzt gehen wir heim. Jetzt gehen wir heim, Stefan. Genau. Macht's gut, Leute. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ciao.